Hallo ihr lieben Leute, willkommen mit Rufus wieder einmal im Dorf Kuwak auf Deponia. Ich glaube, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen, mehr oder weniger eigentlich eher gegen den Popschutz. Ich werde den mal kurz verstellen. So, jetzt passt das Ganze gleich viel besser. Was haben wir denn letztes Mal eigentlich gemacht? Wir brauchen noch hier für Helium. Narkotikum. Wir brauchen hier Aufputschmittel aus der Notfallstation. Wie kriegen wir die eigentlich? Achso, wir brauchen eigentlich auch noch ein Gefäß, oder? Ist nichts weiter? Können wir hier eigentlich Espresso-Tasse, können wir die eigentlich nehmen? Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Okay. Geschlossenes Fach. Okay, da kommt das Zeug dann rein. Kaffeemaschine. Tankdeckel. Okay, da kommt die Flüssigkeit rein. Roter Vorhang. Ah, den können wir mitnehmen. Hä, wo brauchen wir den denn? Mal schauen. Vielleicht kriegen wir noch was Sinnvolles raus. So. Das Fach wollen wir öffnen. Wir müssten... Ja, es ist ja verschlossen, ne? Wir könnten vielleicht das Seziermesser anschauen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Okay. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Wir haben auch noch einen Dietrich. Geht es mit dem Dietrich? Ah, tatsächlich. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Mhm. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Noch. Okay. So, Aufputschmittel. Und eine Spritze. Gut, wofür wir auch immer die Spritze brauchen. Gehen wir mal raus. So. Jetzt haben wir noch ein Aufputschmittel. Und das ist die letzte Zutat für unseren Kaffee. Richtig? Genau, hier. Check, check, check. Aufputschmittel haben wir jetzt auch. Sehr gut. Hier haben wir in der Mühle haben wir schon zwei Sachen drin. Da packen wir jetzt noch das Aufputschmittel dazu. Aufputschmittel. So. Jo. Und kurbeln. Kurbeln wir mal nochmal. Machen wir die Mühle mal auf. Pulver. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Oh, geil. Okay, wir brauchen noch einen Behälter. Kann ich mit Toni nochmal reden? Okay, nee. Aber du? Ja, ja. Wir wissen schon. Ach ja, gut. Dr. Gizmus ist jetzt, Gizmo ist jetzt, glaube ich, wieder bereit für Einsätze. Vielleicht klappt's ja. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Also nicht. Nein, aber ich probiere. Okay, Gizmo ist noch nicht bereit. Wir können in die Gasse gehen. Wir können hier reingehen und können schon mal das Kaffeepulver in die ins Füllfach packen. Das Pulver habe ich schon mal. So. So, wo wir energiereiches Wasser herkriegen, ist mir schon klar. Da haben wir die Batterie für. Wir haben immer noch den Bohrer, ob wir mit dem Bohrer die Batterie aufbohren können. Die Frage ist. Ich bin an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Geht wirklich. Okay, jetzt haben wir schon mal Säure. Aber wir haben nichts, womit wir die auffangen können. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Ja, ein Gefäß. Habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Okay. Gut, haben wir schon mal das. Die läuft ja jetzt eh unendlich raus. Also, erstmal nichts, wo wir uns weiter Sorgen machen müssen. Okay.
Ich mache auch kurz Deponia ein bisschen kurz auf meinem Headset leise. So, können wir in Wenzels Haus zwischenzeitlich noch irgendwas jetzt erledigen? Inzwischen so ein wenig. Sieht mir nämlich nicht so aus. Das erinnert mich, der Plan ist war nur. Hatten wir das eigentlich schon mal probiert, hier oben die Luftballons im Kaminofen reinzupacken? Gute Idee, wenn die Ballons nur nicht so schlapp rumhängen würden. Okay. Wie Wenzel immer. Okay, Dass er ihr Plan ist war nur. Okay. Haben wir anscheinend noch nichts für. Verdammt. Ist schon fast fertig. Uns fehlt noch dieser kleine Rest. Ich weiß aber auch nicht, wo wir zur Hölle Gas herkriegen. Können wir mit ihm reden irgendwie noch was? Ich habe Hunger! Ich habe Hunger! Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Ja, wir haben nichts, was wir ihm geben könnten. Ärgerlich. Können wir eigentlich inzwischen hier was machen? Irgendwie? Automat. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Wer ist als nächstes dran? Hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Nein. Die 62. Genau. 62, okay. Wir haben jetzt schon mal die 63. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Falsch! Du kommst vorher, Sven! Aber Wenzel ist... Warum? Das ist doch wieder... Selbst wenn er nicht... Okay. Das muss nicht... Okay. Das geht auch nicht. Die können wir auch nicht alle benutzen. Ach, verdammte Axt. Hier geht's ja nicht rein. Genau. Das geht ja auch nicht, weil wir haben hier noch keine Zeit drin da unten. Da haben wir inzwischen wieder was wir tun könnten. Gehen wir hier durch. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Kaffee. Schön. Goal. Ho-ho-ho-ho-hol. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Ja, wer nicht. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich werde sie retten. Ah, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Das hatten wir ja schon. Ich will einen Notfall melden. Wir müssen den Notfall melden. Feuer? Unmöglich. Das hätte... Sie haben... Ja. Das war mal... Okay. Ich glaub... Ich mich glaub... Diebstahl... Diebstahl ging auch nicht, genau. Doch kein... Ich will ein... Nee, kein Notfall. Danke fürs Gespräch. Können wir vielleicht irgendwie seine Identität quasi ändern, indem wir da bei ihm in den Notfallstation gehen? Also ändert es ihn auch? Das wäre jetzt eigentlich interessant mal zu wissen. So, mal hier zumachen. Helium. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Ja, genau. Teste erstmal dein Insektenmittel. So, jetzt haben wir Heliumballons. Oder einen viel mehr. Mit Lachgas halt. Das ist das gleiche. Quasi. So. Schöner Grafikglitch. Muss ich mir mal merken hier. An der Stelle. So. Jawohl. Damit hält nämlich der Ballon jetzt das Ding oben. War das nicht so witzig, wie ich dachte. Dann können wir jetzt nämlich, weil wir haben ja unten das Rohr schon repariert. Dann kicken wir jetzt mal gegen das Rohr hier.
Das bleibt jetzt da hängen. Richtig? Jo. Und jetzt können wir ihn am Wasserhahntank ziehen. Das fließt da oben rein und nach unten raus. Der arme so. Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Ja, wir müssen ihm jetzt nämlich sagen, dass da eine Quelle ist. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Das ist wirklich eine Wasserader. Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Wenzel, du bist so ein zusammen genießen. Typ. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Okay, jetzt haben wir schon mal klares Wasser. Aber wir haben immer noch kein Gefäß. Können wir eigentlich... Auf der Spritze steht nur zur Blutabnahme. Als ob man dafür ein extra Gerät bräuchte. Ignoriert das Klingeln mal im Hintergrund. Das stimmt nämlich nicht. Das, Ach, verdammt. Kleiner Cut, ich bin gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Das kommt vor. So, jetzt haben wir also schon mal klares Wasser und energiereiches Wasser. Aber kein Gefäß. Ich mach den Part jetzt einfach bis 22. Das passt schon irgendwie, hoffe ich. Ja, oder? Ja, ein bisschen länger. Ich hasse Spritzen. Was können wir damit machen? Ich bin mittlerweile immun gegen Tetanus. Können wir? Weiß nicht, was das bringen soll, aber vielleicht bringt es auch was. Wenn ich auf der Suche nach Phlegma wäre, könnte ich auch Wenzelblut abnehmen. Okay. Was können wir denn damit machen? Achso, haben wir jetzt eigentlich Wenzels Nummer irgendwie gekriegt? Liegt die hier irgendwo rum? Irgendwo die Wasserquelle, hier haben wir... Wünschelrute! Nee. Können wir die... Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Musst du aber, weil es eine reine Wasserquelle ist. So. Hier oben liegt auch nichts. Okay, dann gehen wir mal ins Rathaus einfach rein. Achso, jetzt muss ich erstmal richtig hinsetzen wieder. So. Ja, genau, Wenzel war dran. Wir haben jetzt aber die nächste Nummer. Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Wir finden auf jeden Fall schon eine Begründung, Leute. Keine Sorge. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Wir gehen ins Büro. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Ist ja gar keiner da. Lotek? Oh.
Er stört. Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Gute Frage. Gegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Touché. Deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn ich doch nur deinen Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen schlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Gemeinheit. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, manipulieren sie lieber das Erdmagnetfeld? Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ich komme über Sachen mit ihm nicht weg, nee. Nee, das geht nicht. Wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Wann macht die Post eigentlich auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Wann macht man die gleich Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Richtig. Okay, dann fragen wir mal nach der Elysianerin. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich habe sie gefunden. Sie verdankt mir ihr Leben. Also sie muss zurück in ihre Welt. Zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verlangt ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Skipp mal dieses mit solchen Argumenten. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was?
Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und da. Was denn jetzt noch? Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Können wir das nochmal machen? Ich weiß noch was. Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn? Okay, nee. Wissen wir nur, wann geht mir die Post. Mir geht noch was. Nee, machen wir mal weiter. Nein! Ah, verdammt! Okay, wir können hier was machen. Das ist eine Klingel. Gegensprechanlage. Gegensprechanlage? Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Lustig. Wasser-Emblem. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ja, ist irgendwie... Nice! Hier ist nochmal der Harvey. Das ist ja geil. Das fällt mir jetzt erst auf. Ach. Und ein Schlüsselloch. Haben wir einen Schlüssel oder einen Dietrich? Dietrich haben wir noch. Ja, das wäre lustig. Ja. Okay. Nichts weiter. Eine Klingel und hier hätten wir noch einen Fernschreiber. Was kann der denn? M-A-C-H-T-S G-U-T I-H-R I Die O Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. No, Ten fehlte. Ten, mein Lieber. Was wir mit dem Wasseremblem wohl machen können? Können wir das irgendwie raustrennen zufällig? Ich weiß nicht, wofür wir das benutzen müssen, aber... Wir haben das geheimnisvolle Emblem gelöst. Schade, dass keine Geschichtsschreiber hier sind, um diesen Augenblick zu bezeugen. Andererseits, es reicht wohl, wenn ich Ihnen die Kurzfassung erzähle. Okay. Mit dem Dietrich geht's nämlich mal an auch nicht. Ich habe schade. Andererseits... Okay. Scheint nichts weiter zu funktionieren aktuell. Ich könnte es nochmal versuchen mit dem Handbrenner. Schade. Nee. Andererseits. Ich dachte so Wasser und Feuer vielleicht. Okay, jetzt haben wir ein Glas. Damit können wir das Wasser holen. Das machen wir auch nochmal schnell. Also die Säure, um genauer zu sein. Wir brauchen ja energiereiches Wasser. Nee, wartet, wir holen mal zuerst das Wasser. Ich weiß nicht, ob wir dann die Säure auskippen würden. Versehentlich vielleicht. So, wir holen mal Wenzels Wasser. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ich will mit... Ehrlich? Ich will mit Wenzels... Rufus, ist das jetzt dein Ernst? Ist das dein Ernst? Da ist klares Wasser und wir können es nicht nehmen? Ich will mit Wenzels... Oh Mann, Rufus, du bist... nicht so nett. Oh, Verzeihung. Kleiner Cut auf jeden Fall. Muss ich mal merken, bei, Cut bei, 24,50 etwa. Ich mach den Cut mal dann zuerst. Da, ich seh's ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Okay. Ja, jetzt klingt natürlich unten wie ein Telefon. Nee, hört man glaube ich nicht mal. Okay, gut, das klare Wasser können wir also nicht holen. Das ist ein bisschen dämlich, aber wir haben auf jeden Fall das energiereiche Wasser schon mal. So. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Batteriesäure schmeckt nicht, Leute. Batteriesäure schmeckt nicht. So, energiereiches Wasser haben wir schon mal. Was brauchen wir eigentlich noch? Energiereiches Wasser, belebendes Wasser und klares Wasser. Klares Wasser haben wir schon gefunden, können wir aber irgendwie nicht benutzen. Warum auch immer. Ich versuche es jetzt mal nochmal und dann ist der Part zu Ende. Der geht eigentlich schon wieder. Der geht jetzt definitiv schon zu lange. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Rufus, du bist ein böser Mensch. Wir können hiermit auch nichts machen. Von meinem Dad. Können wir auch nichts mitmachen.
Luftballons, Wasser, roter Vorhang. Ach, okay, Leute. Das war's für diesen Part. Es geht nicht anders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out. Euer Raccoon Set Play. Ciao.